Es gibt eine wachsende Gruppe Moslems, die behaupten, dass Gott im Koran Dinge offenbart habe, lange bevor die moderne Wissenschaft sie entdeckt hätte. Beispielsweise würden dort die Befruchtung und das Wachstum des Embryos beschrieben, lange bevor die Wissenschaft davon gewusst habe. Aber das stimmt nicht. Lange vor der Entstehung des Koran schrieben Aristoteles, Hippokrates, Galen und andere Philosophen nieder, wie sie sich die Befruchtung des Menschen vorstellten. Der Koran kopiert lediglich den Wissensstand jener Zeit, denn wir finden dort nicht nur die richtigen, sondern eben auch die falschen Annahmen jener griechischen Philosophen. So heißt es im Koran etwa: Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin. Wir erschufen den Menschen aus einem Mischtropfen. Dies klingt wie die Theorie von Hippokrates, der noch völlig falsche Annahmen von der Befruchtung hatte. Und weiter heißt es im Koran: Khuliqa min ma'in dafiq, yakhruju min bayn sulbi wa tara'ib. Erschaffen ward er aus einem sich ergießenden Wasser, das zwischen den Lenden und den Rippen hervorkommt. So dachte Hippokrates etwa 400 Jahre vor Christus. Er dachte, dass die vier Körperflüssigkeiten zusammengeführt und über die Nieren als Samen abgegeben werden. Heute wissen wir, dass die Samen in den Hoden entstehen. Erwähnenswert ist auch, dass im Koran zwar ständig vom männlichen Samen, aber nie von der weiblichen Eizelle und schon gar nicht vom Akt der Befruchtung selbst die Rede ist. Von einem halbwegs brauchbaren Lehrbuch und von einem allwissenden Autor könnten wir das aber sicherlich erwarten. Im Koran heißt es weiterhin: Summa khalaqna nutfa alaqa, fa khalaqna alaqa mudra, fa khalaqna almudra azama, fa kasawna alazam lahma. Dann bildeten wir den Tropfen zu geronnenem Blut, dann bildeten wir das geronnene Blut zu einem Fleischklumpen, dann bildeten wir aus dem Fleischklumpen Knochen, dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch, dann entwickelten wir es zu einer anderen Schöpfung. Diese Verse lehnen sich an die vier Stadien an, wie Galen sie ungefähr 500 Jahre vor Mohammed niedergeschrieben hat. Auch Galens falsche Annahme, dass sich erst Knochen und danach erst Fleisch bilden würden, sind kritiklos übernommen worden. Ein weiteres Beispiel. Im Koran würde Eisen, das vom Himmel fällt, beschrieben, lange bevor bekannt war, dass es gelegentlich eisenhaltige Meteoriten gibt. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Und wir schufen das Eisen, worin Kraft zu gewaltigem Krieg wie auch zu Nutzen für die Menschheit ist. Auch diese Behauptung ist nicht richtig. Schon lange wussten die Menschen, dass gelegentlich eisenhaltige Steine vom Himmel fallen. Das altägyptische Wort für Meteor bedeutet so viel wie himmlisches Eisen. Auch die Babylonier verwendeten einen ähnlichen Begriff. Und man weiß heute, dass in voneinander völlig unabhängigen Regionen wie etwa Tibet und Neuseeland dieses himmlische Eisen sehr wohl bekannt war. Genau genommen stammen sogar sämtliche Elemente auf der Erde aus dem Weltraum, sodass der Koran mit diesem Zitat, in dem er nur ein einziges Element erwähnt, eher sogar seine Unkenntnis aufzeigt. Drittes Beispiel. Der Koran benenne angeblich das Mondlicht als reflektiertes Licht, lange bevor dies bekannt gewesen sei. Und den Mond in die Himmel gesetzt hat als ein Licht und die Sonne gemacht hat zu einer Lampe. Segensreich ist er, der Burgen im Himmel gemacht hat und eine Lampe da reingestellt und einen leuchtenden Mond. Die Behauptung besteht darin, dass die Wörter Nur und Munir reflektiertes Licht bedeuten würden. Aber das ist schlichtweg falsch. Nur bedeutet Licht und ist ein häufig genutztes Synonym für Gott. Und Gott nennt man wohl kaum reflektiertes Licht. Und Munir bedeutet Licht abstrahlen. Dies wird beispielsweise deutlich in der Al-Azab-Sure in Vers 46, wo es heißt Sirajan Munira. Denn hier wird das Wort Siraj verwendet, das Wort, das ausdrücklich für Sonne steht. Und dann heißt es Munira, also Licht abstrahlen. Aber selbst wenn wir darüber hinwegsehen, so war doch zu dieser Zeit längst bekannt, dass der Mond das Licht nur reflektiert, was die Beschreibung einer Mondfinsternis durch Aristoteles etwa 1000 Jahre vor Mohammed eindrucksvoll bezeugt. Viertes Beispiel. Im Koran würde beschrieben, dass sich Salz und Süßwasser nicht vermischen können, lange bevor dies bekannt gewesen sei. Er ist es, der den beiden Gewässern freien Lauf gelassen hat, zu fließen, das eine wohlschmeckend süß und das andere salzig bitter, und zwischen ihnen hat er eine Schranke gemacht und eine Scheidewand. Wieder haben wir mit einem Vers zu tun, in den nur eine von vielen möglichen Bedeutungen hineininterpretiert wurde. Aber selbst wenn wir uns auf diese Interpretation einlassen, so war es doch längst bekannt.
Etwa 1000 Jahre vor Mohammed schrieb Aristoteles: Das süße, trinkbare Wasser jedoch ist leicht und schwimmt nach oben. Das salzige Wasser ist schwer und verbleibt darunter. 5. Beispiel. Der Koran beschreibt den Urknall lange bevor man davon wusste. أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass die Himmel und die Erde in einem einzigen Stück waren, dann zerteilten wir sie? Und wir machten aus Wasser alles Lebendige. Wollen sie denn nicht glauben? Wenn dies eine Beschreibung des Urknalls darstellen soll, dann ist es wohl die mieseste, die man sich vorstellen kann. Die Urknalltheorie beschreibt keinen explodierenden Haufen von Materie. Erst recht nicht einen Haufen von Materie, aus dem dann Himmel und Erde wurden. Denn die Erde entstand etwa 9 Milliarden Jahre nach dem Urknall in einem ansonsten völlig unbedeutenden Winkel eines sehr, sehr weitläufigen Universums. Eine noch weniger passende Beschreibung des Urknalls als diesen Vers kann man sich kaum vorstellen. Allerdings hält er sich peinlich genau an die Schöpfungsmythen, die zu jener Zeit von Mohammed weit verbreitet waren. So ist in den sumerischen Schriften von der Trennung des Himmels und der Erde die Rede. Und auch die alten Ägypter vertraten die Vorstellung von einem einzigen Block, der dann in Himmel und Erde zerteilt wurde. 6. Beispiel. Der Koran beschreibe die Entstehung allen Lebens aus dem Wasser, lange bevor dies bekannt war. Dazu wird ebenfalls der schon eben zitierte Vers herangezogen und wieder ist die Schlussfolgerung falsch, denn es war schon bekannt. So berichtet Aristoteles über Thales, der glaubte, dass der Ursprung aller Dinge das Wasser ist, während Anaximander ebenso behauptete, dass das Leben aus dem Wasser gekommen sei. 7. Beispiel. Der Koran beschreibe den Umlauf der Planeten lange bevor man davon wusste. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Und er ist es, der die Nacht und den Tag erschuf und die Sonne und den Mond. Sie schweben ein jeder in seiner Sphäre. Hier finden wir lediglich eine Beschreibung der Annahmen jener Zeit, nach der sich Sonne, Mond und Sterne um die flache Erde drehen würden. Und nichts, aber auch gar nichts an diesem Vers spricht gegen diese Sichtweise. 8. Beispiel. Der Koran beschreibe ein sich ausdehnendes Universum. Und den Himmel haben wir erbaut mit unseren Kräften, und unsere Kräfte dehnen sich wahrlich gewaltig aus. Erstens geht es hier gar nicht um das Universum, sondern um den Himmel. Und zweitens macht es keinen Sinn, die Ausdehnung des Himmels mit der Ausdehnung des Universums zu vergleichen, denn dieses Universum dehnt sich seit mittlerweile fast 14 Milliarden Jahren aus, also mehr als dreimal so lange, wie es die Erde und ihren Himmel überhaupt gibt. 9. Beispiel. Der Koran erwähne den gasartigen Zustand des Universums vor dem Urknall, lange bevor dies bekannt gewesen sei. Dann wandte er sich zum Himmel, welcher noch Nebel war. Auch wenn die Astronomie es manchmal suggeriert, Gas und Nebel sind nicht das gleiche. Gas beschreibt einen Aggregatzustand der Materie, während Nebel, wie in diesem Kontext, Ansammlungen von feinen Wassertröpfchen sind. Wenn man sich zweitens diesen Vers im Zusammenhang mit dem Vers davor und dahinter anschaut, erkennt man sehr schnell, dass es sich unmöglich um eine Beschreibung des Universums handeln kann. Denn da steht, Gott schuf die Erde, dann schuf er die Berge auf der Erde und dann erst wandte er sich an den Himmel, welcher noch Nebel war. 9. Beispiel. Der Koran beschreibe die 7 atmosphärischen Schichten, lange bevor man davon wusste. Er ist es, der alles für euch erschuf, was auf Erden ist. Dann wandte er sich nach dem Himmel, er vollendete deren 7 Himmel und er weiß alle Dinge wohl. Nun, erstens beschreibt die moderne Wissenschaft normalerweise 5 Schichten in der Atmosphäre und nicht 7. Vor allem aber behandelt der Koran hier nicht die Schichten der Atmosphäre, sondern jene damals angenommenen Schichten, in denen sich Sonne, Mond und Sterne drehen, von denen vorhin schon die Rede war. Wir haben den untersten Himmel ausgeschmückt mit einem Schmuck, den Planeten, sowie habt ihr nicht gesehen, wie Allah 7 Himmel in vollkommenem Einklang geschaffen hat und den Mond in sie gesetzt hat als ein Licht und die Sonne gemacht hat zu einer Lampe? Es ist wohl kaum nötig, darauf hinzuweisen, dass sich weder Sonne noch Mond noch die Sterne auch nur in der Nähe der irdischen Atmosphäre befinden. Vielmehr finden wir hier eine präkopernikanische Beschreibung, nach der sich die Erde im Zentrum befindet und von der Sonne, dem Mond, den Planeten und den Sternen umkreist wird. Damit möchte ich meine Betrachtung über die 10 angeblichen wissenschaftlichen Wunder, die es im Koran zu entdecken gibt, vorerst beenden. Einige Gruppierungen von Moslems scheinen aber ständig auf der Suche nach neuen Beispielen zu sein und beinahe täglich werden wir mit neuen Wundern, die im Koran beschrieben werden, konfrontiert. Es ist ja auch nicht schwierig, welche zu finden.
Man muss lediglich den Koran aufschlagen, irgendeine beliebige Stelle heraussuchen und dann nach einer wissenschaftlichen Entdeckung suchen, die vielleicht dazu passen könnte. Und Kleinigkeiten wie erhärtete Tatsachen aus der naturwissenschaftlichen Forschung lässt man dabei einfach außer Acht. Eine Anmerkung noch in persönlicher Sache. Es mag Leute geben, die meinen Umgang mit dem Koran als respektlos empfinden. Diese Leute mögen mir unterstellen, dass ich nicht an einen Gott glauben würde und dergleichen. Und das stimmt auch, ich glaube nicht an einen Gott. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass die meisten Moslems den Koran als eine spirituelle Quelle heranziehen und das ist auch in Ordnung so. Dieses Video richtet sich vielmehr gegen jene, die die Augen verschließen vor dem Fleiß und vor den Mühen, die die moderne Wissenschaft hatte, um die Ergebnisse zu erzielen, die sie uns heute präsentieren kann. Und die glauben, dass sie ein altes religiöses Buch über die Ergebnisse dieser modernen Wissenschaft stellen könnten. Denn das finde ich respektlos. Danke für deine Aufmerksamkeit. Haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse war, die wir getrennt haben und haben aus dem Wasser alles lebendig gemacht? Wer wusste zur damaligen Zeit, dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse waren, dass sie getrennt wurden? Das hat man erst im letzten Jahrhundert rausgefunden. Oder so.